Aber ich habe wahrscheinlich keine andere Wahl. So, jetzt können wir aber doch hier die Absperrung einfach mal mitnehmen, oder? Die braucht er ja jetzt nicht mehr. Lalala. Ach cool, das sind Eisenstangen und ein Absperrband. Lange Eisenstangen. Absperrband rot-weiß. Nice. Ha. So. Was ist mit dem Schlauch? Ach, den können wir auch mitnehmen. Sehr schön. Ein langer Gummischlauch. Alles ist lang. Okay, dann ab in den Kanal. Lecker. Durch die Kanalisation. Okay, was ist hier ein Müllhaufen? Einige der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Da ist das Loch in der Decke. Der helle Lichtstrahl könnte von einem Scheinwerfer kommen. Demnach müsste ich jetzt bereits unterhalb des Bahnhofs sein. Sehr gut. Hier ist ein Rohr. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Ist ja ekelhaft. Hier ist eine Tür. Die kann man bestimmt nicht öffnen. Das wäre ja viel zu einfach. Ist hier denn sonst noch irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Aha. Abwasser und hier Streichhölzer. Oh, die könnten nützlich werden. Die Schachtel scheint trocken zu sein. Wahrscheinlich hat der Kanalarbeiter sie hier verloren. Nimm mit. Jetzt komme ich nicht mehr dran, oder was? Doch. Okay, und hier ist Abwasser. Es stinkt bestialisch. Was der Grund dafür ist, kann ich mir denken. Das muss ich nicht noch genauestens analysieren. Nicht? Okay. Also wir könnten jetzt eine Zigarette anzünden, aber das, naja, lass ich mal lieber. So, hatte ich jetzt sonst noch irgendwas übersehen? Nee. Eine schwere Sicherheitstür. Ja, mal gucken, ob die einfach zu öffnen ist. Es würde mich wundern, ehrlich gesagt. Na? Die Tür ist zwar einen Spalt breit offen, scheint sich aber irgendwie verkeilt zu haben. Ha. Und weiter nach links geht es nicht, okay. Ja, vielleicht können wir mit der Eisenstange hier ein bisschen. Das ist eine schwere Sicherheitstür. Die werde ich auch mit Metallstangen nicht aufkriegen. Mit dem Schlauch? Bleistift, Zigarette. Absperrband. Ach, vielleicht mit dem Wagenheber. Aha. Puh, das wäre geschafft. Das war ja schon fast zu einfach, muss ich sagen. So, hier ist eine Bodenplatte. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas Ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Was haben wir hier noch? Durchgang. Ach so, da kam ich her. Verteiler. Außer ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, schwimmt da nichts drin rum. Hier sind noch Fässer. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Die Frage ist, ob wir hier irgendwas machen müssen oder einfach jetzt den Aufgang da irgendwie benutzen können. Gibt's sonst noch was? Hier ist noch ein Drehrad. Ein Ventil. Damit kann man wohl die Leitung öffnen oder schließen. Oh, komm, mach mal Warum auf. sollte ich? Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Na gut, bestimmt muss man hier noch mal rein und das dann aufmachen, wenn du die Antwort kennst. Gut, dann Moment, Da erst fehlen angucken. alle Sprossen. Es soll wohl niemand nach oben gelangen. Es fehlen doch nur zwei und da geht's schon weiter. Und wir haben zwei Metallstangen. Wer hätte das Die gedacht? Eisenstangen sind viel zu lang und würden sich vermutlich so im Schacht verkeilen, dass ich sie nicht als Leitersprossen nutzen könnte. Also, wer hätte es doch nicht gedacht? Schade. Also, ich komme nicht Entweder die hoch. Leiter ist in erbärmlichem Zustand oder auf dem Bahnhof sind Überraschungsbesuche durch die Kanalisation nicht sonderlich erwünscht. So komme ich da jedenfalls nicht drauf. Macht Sinn. Können wir die Eisenstange irgendwie verkürzen, ist die Frage. Lange Eisenstangen. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt nicht wirklich was. Ich könnte sie anzünden. Kann ich denn die Zigarette anzünden? Ich kann. Sie qualmt still und leise vor sich hin und stinkt. Kann ich damit irgendwas jetzt anfangen? Einfach mal gucken, ob ich das mit irgendwas kombinieren kann. Nein, hier zumindest nicht.
Gehen wir nochmal hier raus? Vielleicht hier irgendwo? Mit dem Schrottrohr. Loch in der Decke. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus, ist die Frage. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Ja, aber das Ventil war ja zu. Hier gab es sonst auch nichts Besonderes mehr. Ich könnte irgendwie was mit dem Schlauch? Nee. Die anderen Gegenstände weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hier irgendwas mit dem Schlauch? Irgendwie muss man das doch vielleicht auch öffnen können. Nein? Ich wüsste aber nicht wie. Die Bodenplatte. Schade, das wäre jetzt auch zu einfach, wenn die Eisenstangen da gepasst hätten. Nicht wahr? Was mache ich denn nun? Vielleicht nochmal rausgehen? Ich habe jetzt eine angezündete Zigarette. Ich frage mich, wie lange die hält. Aber hier, habe ich jetzt hier noch irgendwas übersehen? Das war der Zigarettenstummeltor. Kieselsteine. Sehr nützlich, wenn man mal wieder vorm Fenster des Geliebten steht und nicht reingelassen wird. Ja, nimm mal welche mit. Die habe ich natürlich wieder übersehen. So. Jetzt haben wir einen Kieselstein. Ein völlig gewöhnlicher Kieselstein. Ich weiß aber noch nicht, was ich mit dem anfangen kann. Zumindest nicht mit meinen Gegenständen kombinieren. Aber vielleicht in der Kanalisation irgendwie? Kieselstein. Loch in der Decke. Ich wüsste jetzt nicht so wirklich, wofür der gut sein soll. Verteiler. Außer ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte. Also da schwimmt ekliges Zeug drin rum und ich... Warum sollte ich? Sie will das nicht aufmachen. Aber bestimmt müssen wir das. Ich weiß aber noch nicht genau, warum. Was mache ich mit dem Kieselstein denn jetzt noch? Oh Mann. Kann ich denn hier vielleicht nochmal so eine... Nee, das nochmal kombinieren bringt ja nichts. Noch eine Zwille kann ich auch nicht bauen. Ich probiere nochmal wilde Kombinationen. Habe ich eigentlich noch was in mein Tagebuch geschrieben? Oh ja! Ist das der neueste Eintrag? Moment. Ich lese mal kurz, was hier noch so steht. Persönliche Unterlagen. Berlin Museum. In einem Versteck waren Unterlagen von Ninas Vater Wladimir. Demnach war er 1958 auf geheime Expedition in Tunguska. Die mysteriösen Entdeckungen wie übernatürliches Pflanzenwachstum wurden von oberster Stelle zurückgehalten. Wladimir und Kollege Perez gehen 1977 auf eigene Faust in die Region mit schrecklichen Folgen für Perez. Ninas Vater macht sich Vorwürfe. Die Forschung darf nie wichtiger sein als ein Menschenleben. In den Unterlagen befinden sich auch ein Brief von einer ominösen Gesellschaft in Irland. Die Blätter sind aber leer. Zwischen Flucht und Jagd. Berlin. Der seltsame Kommissar Kanski hat Nina und Max bedroht. Oleg kam gerade noch rechtzeitig zur Hilfe. Er erzählt, dass er Ninas Vater doch kennt, von einer gemeinsamen Expedition in die Tunguska-Region im Jahr 1958. Und er weiß noch einiges mehr. Ninas Vater könnte an Bord eines Zuges von Moskau in die Tunguska-Region sein. Wurde er tatsächlich verschleppt und wenn ja, warum? Gescheiterte Hilfe. Moskau Bahnhof. Nina und Oleg sind nach Moskau aufgebrochen. Sergej, ein schmieriger Kontaktmann von Oleg, vermutet Ninas Vater im Zug. Sein Plan, durch Bestechung einer Wache in den Militärbahnhof zu gelangen, schlägt fehl. Nina ist also auf sich alleine gestellt. Okay. Ja. So weit, so gut. Das ist der aktuelle Stand. Habe ich denn hier noch irgendwas übersehen? Nein. Was hat es mit diesen Fässern? Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Sondermüll und den kann ich nicht irgendwie anzünden? Nee. Ich meine, es wäre wahrscheinlich auch nicht so klug, den anzuzünden.
Aber, ich weiß ja nicht. Kann ich hier irgendwas mit diesen Eisenstangen machen? Vielleicht Loch in der Decke? Nee. In das Rohr? Auch nicht. In den Müllhaufen? Und hier habe ich auch nichts übersehen sonst. Kann ich die irgendwie in der Tür einklemmen? Auch nicht. Was ist hiermit? Ich habe irgendwie keinen richtigen Plan. Müllhaufen. Boah. Das ist doch irgendwie doof, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Bodenplatte. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Warum ist das mit roter Farbe eingesprüht? Ich probiere jetzt jeden Gegenstand damit zu benutzen. Man sieht ja immer, wenn es funktioniert. Aber meistens funktioniert es nicht. Okay. Mit der Bodenplatte kann ich demnach überhaupt nichts anfangen. Das ist doch doof. Ich bin irgendwie ein bisschen ratlos. Und das nervt mich. Ich will nicht ratlos sein. Ich will eine Idee haben und denken, ah ja, genau, so muss man das machen. Den Verteiler und den Drehrad kann ich aber leider auch nichts tun. Ja. Huch. Irgendwie ist jetzt der Ton ausgegangen. So. Ich weiß nicht, was das war. Okay. Vielleicht muss ich doch nochmal mit dem Typen reden. Mit dem Yushin oder wie sein Name war. Ich weiß zwar nicht, wie der damit. Hallo Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Alles ruhig? Ja, toll. Kann der vielleicht die Stangen verbiegen? Sagen Sie mal, Sie sehen ja unglaublich kräftig aus. Sind Sie wirklich so stark oder ist das mehr Fett als Muskelmasse? Naja, ein bisschen Training mache ich schon. Will ja schließlich, dass mein Körper auch in 10 Jahren noch eine Augenweide ist. Ja, so von der Optik ist es wirklich schon beeindruckend. Das Problem bei diesen gestellten Kerlen ist nur meistens, dass sie zwar massig Gewichte stemmen können, dann aber nicht mal ein Gurkenglas aufkriegen. Hey, Moment. Das Gurkenglas müssen Sie mir erst mal zeigen. Oh, da fühlt sich aber einer in seiner Ehre gekränkt. Na, ein Gurkenglas habe ich zwar nicht, aber diese Eisenstangen hier. Geben Sie schon her. Eine meiner leichtesten Übungen. Aha. So, dann mach mal. Okay. Wow, ich bin echt beeindruckt. Ja, das ist gut. So kann ich die doch jetzt benutzen. Yushin hat ganze Arbeit geleistet. Ja, danke schön. Tschüss. Hätte mir auch gleich einfallen können, oder? Ich meine, der starke Mann. So, jetzt aber. Jetzt müsste das doch funktionieren. Wenn ich etwas an den Rand der Stangen trete, müssten sie mein Gewicht eigentlich aushalten. Ja, dann müssen wir das doch mal ausprobieren. Huch. So, Aufgang. Ab nach oben. Es sieht sicher aus. Niemand in Sicht. So, drin wäre ich jetzt. Bleibt nur die Frage, wo mein Vater sein könnte und wie ich mich hier umsehen kann, ohne von einem Soldaten erwischt zu werden. Bin ich jetzt auf der Männertoilette? Entschuldigung. Okay, so, Nina, ja. Hier ist ein Nichtrauchenschild. Ah,
Ach ja, Rauchen verboten. Gut, dass wir eine brennende Zigarette im Inventar haben. Die immer noch brennt. Hier ist der Kanal, da kann ich wieder runtergehen. Hier ist ein Pissoir. Hier darf der Mann noch Mann sein und im Stehen pinkeln. Ja, hier, benutz mal. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die in eine Rinne gepinkelt hat. Und nein, ich lege keinen Wert drauf, die Erste zu sein. Also es gibt ja an Raststätten so Toiletten, die man gar nicht Toiletten nennen kann, wo einfach nur unten so ein Gitter ist und du stellst dich hin. Naja, lassen wir das. Aber das ist so ähnlich wie in eine Rinne zu pinkeln. So, hier sind noch Toiletten. Ist sonst noch irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Wasserhahn. Ein Wasserhahn für Kaltwasser, der für warmes Wasser wurde abmontiert. Ja, echte Männer waschen sich auch nicht mit warmem Wasser die Hände. Nach dem Besuch der Kanalisation ist mir eher nach Duschen. Hände waschen alleine bringt da auch nichts mehr. Wäre aber ein Anfang. Hier ist ein Spalt. und nun? Lauter Zigarettenstummel. Ich könnte jetzt vielleicht die brennende Zigarette hier reintun. Beine. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Ach, da sitzt einer drin. Ja. Machen Sie das immer so? Was? Na, bei fremden Leuten ins Klo zu spannen. Ich spanne nicht. Sondern? Sie haben so seltsame Geräusche von sich gegeben. Da wollte ich nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Klang irgendwie krank. Sind Sie vom FSB? Sehe ich so aus? Keine Ahnung, ich kann Sie nicht sehen. Nein, bin ich nicht. Wieso fragt mich hier jeder, ob ich vom FSB bin? Naja, die laufen hier ja überall rum und ich will keinen Ärger. Wer will denn schon? Haben Sie denn welchen zu befürchten? Spätestens, wenn der Zug abfahren soll und es nicht tut. Mir ist nämlich der Schlüssel ins Klo gefallen. Unangenehm. Viel Spaß beim Angeln. Sehr witzig. Mein Problem ist auch Ihr Problem. Wieso? Weil ich der Zugführer bin und das der Schlüssel für den Zug ist. Oh, haben Sie keinen Zweitschlüssel? Nein, deswegen traue ich mich ja hier auch nicht raus. Kann ich ja eigentlich keinem erzählen, dass der Zug nicht abfahren kann, weil der Zugführer seinen einzigen Schlüssel im Klo versenkt hat. Nee, besser nicht. Verraten Sie mich bitte nicht. Oh Mann, das ist ja super, okay. FSB. Die Leute vom Geheimdienst? Was ist mit denen? Was machen die hier? Keine Ahnung. Ich frage Sie nicht und hoffe, dass Sie mich auch nicht fragen. Ja, wird wohl eine weise Strategie sein. Hm? Wohin fährt der Zug eigentlich genau? Ja, das sollten Sie doch wissen. Ja. Aber so ganz genau hat man uns das nicht erklärt. Tja, mehr als Sie werde ich wohl auch nicht wissen. Und wenn doch, dann wird das bestimmt einen guten Grund haben. Mist. Wie lange hocken Sie denn schon hier? Seit ungefähr 3 Stunden. Was? Ist das nicht ganz schön anstrengend? Ja, darauf können Sie einen lassen. Wollen wir dann einen Chor aufmachen? Sehr witzig. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich meinen Magen wieder in den Griff kriege. Was da rauskommt, ist wirklich nicht normal. Ja, auf dem Klo ist es wie im Leben. Man muss auch mal loslassen können. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal das Thema wechseln. Ja, so genau wollte ich das jetzt auch gar nicht wissen, was der da treibt. So, nochmal Zug. Wer befindet sich eigentlich an Bord des Zuges? Keine Ahnung, ich bin ja nur der Zugführer. Mir erzählt keiner mehr als nötig. Und Sie? Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Nein, die war nur nicht sonderlich präzise. Dachte, Sie wüssten vielleicht mehr. Ich bin gerade dabei, mich mächtig zu verplappern. Der Typ scheint sein Schweigegelübde einzuhalten. Vielleicht sind andere ja etwas gesprächiger. Na gut. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja. Dann hoffe ich mal, dass er den Schlüssel noch irgendwie findet. Achso, es sind einfach nur die Beine. Ich kann jetzt auch nicht die brennende Zigarette hier irgendwie... Nein. Oder... Was könnte dem denn helfen? Ein Schlauch vielleicht? Naja, okay. Gut, dann... Was ist, wenn ich die Zigarette jetzt hier irgendwie... Nee. Kann ich die denn irgendwo hin tun? Ich meine, ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber... Nee, scheinbar nicht. So, und raus kann ich hier wahrscheinlich nicht, oder? Oh. So ganz allmählich werde ich aber schon nervös. Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden Sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß.
Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke. Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz, Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang. Ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da. Dann können Sie Ihre Pause machen. Ja, den Eindruck hatte ich auch. So, wenn ich der jetzt eine Zigarette gebe, lässt sie mich dann durch? Wahrscheinlich eher nicht.